Es geht um die Behauptung im Koran und der Islam-Apologeten hier, allgemein auch, dass es etwas wie eine Fitra gibt, das in Menschen eingebaute Wissen um eine höhere Macht, einen Gott. Die Fitra ist die natürliche Veranlagung eines Menschen. Und der Prophet Muhammad, Friede und Segen auf ihn, sagt in einem authentischen Hadith, dass jede Seele auf dieser Fitra, auf dieser natürlichen Veranlagung geboren ist. Das Konzept der Fitra, Jens, bedeutet, dass jeder Mensch, ja, jedes Kleinkind, was geboren wird, mit einer natürlichen Veranlagung auf die Welt kommt. Es ist eine Fähigkeit, eine Veranlagung, Gottes Existenz wahrzunehmen und ein Instinkt, ihn anbeten zu wollen. Das Wort Fitra selber ist nirgendwo im Islam sauber definiert, sondern hat irre viele Zusammenhänge, völlig wirr, wie so vieles im Islam. Auch der Iman TV-Apologet geht nicht zum Koran, um eine mögliche Bedeutung zu präsentieren, sondern sofort zu den menschengemachten Märchen, genannt Hadith. Was er sagt, ist einfach nur falsch, da Fitra nicht mit Tauhid verwechselt werden darf, also dem strengen Monotheismus. Was die meisten Islam-Apologeten heute behaupten, ist, dass Menschen allgemein von einem Gott hergestellt werden mit dem Wissen, dass sie von einem Gott hergestellt wurden und dass daraus etwas resultiert. Dass für diese Behauptung keinerlei Grundlage besteht, das stört jeder nicht besonders. Man klaut sich da einfach ein paar Behauptungen von Christen und tut so, als ob jetzt alles klar sei. Nur leider sind die Behauptungen der Christen einfach nur Wunschdenken und frei erfunden, wenn man da mal ein bisschen nachhakt. Im Iman TV-Stream scheint der eine Apologet, eben dieser Sertaj, die zwei Hauptakteure hier durcheinander zu bringen. Er sollte vielleicht vorher wirklich sicher sein, was er sagt, bevor er etwas sagt. Und nicht einfach sagen, ja, das ist lange her. Nein, entweder du machst das richtig oder lässt es. Das ist jetzt, die zwei Hauptakteure, es sind immer wieder dieselben. Es ist einmal dieser Justin Barrett, der in einer Priesterschule Dozent war, und eine Olivera Petrovic, die bis 2017 am Wolfson College eigenen Aussagen zufolge auch nur darauf aus war, die Existenz des christlichen Gottes zu beweisen. Dr. Olivera Petrovic, Psychologin und ich glaube Religionsphilosophin an der Oxford-Universität, hat eine große Studie an Kleinkindern durchgeführt, ja, in 7 Ländern. Und sie, und ich zitiere, ist zu der Erkenntnis gekommen, der Glaube an Gott ist bei Kleinkindern fest verankert und der Atheismus muss was werden? Angelernt werden. Es gab überwiegend sind es Befragungen an Kleinkindern. Und diese Befragungen werden natürlich gezielt an bestimmte Kinder gestellt. Diese Kinder sind aus religiösen als auch nicht religiösen Elternhäusern. Hat sie Studien durchgeführt? Nein. Hat sie etwas veröffentlicht? Naja, sehr wenig. Außer einem Buch, einem pseudowissenschaftlichen Text, in dem scheint ein kroatisches Journal zu sein, und 2 oder 3 kurze Artikel mit ihrer persönlichen Meinung. Nein, sonst nichts. Also kann man das vernachlässigen. Hier ist zum Beispiel ein H-Index einer Dr. Petrovic, einer echten Wissenschaftlerin. Und dann der von Olivera Petrovic, der Gottesforscherin. Hat sie auch nur einen Hauch eines wissenschaftlichen Indexes? Nein. Was ich vor Jahren schon mit Hamza Zortes durchgekaut habe und der dann entnervt aufgegeben hat. Der sollte das eigentlich so weitergeben, anstatt wieder darauf zurückzufallen. Es gab überwiegend sind es Befragungen an Kleinkinder. Und diese Befragungen werden natürlich gezielt an bestimmte Kinder gestellt. Diese Kinder sind aus religiösen als auch nicht religiösen Elternhäusern. Quatsch. Und wie immer ohne Quellenangabe oder die Möglichkeit, es zu verifizieren. Ich bin derjenige, der ohne Quellen zitiert, wie du mir das vorwirfst. Aber ich habe, hoffe ich, zumindest den Zuschauern Quellen gegeben heute. Die Aussage alleine, Petrovic hat irgendwann mal irgendwas gesagt, das ist doch nicht ausreichend. Also nicht für einen Nicht-Muslim wie mich zumindest. Ich bin da anspruchsvoller und bemühe mich, alle Quellen offenzulegen, damit jeder sehen kann, woher ich etwas habe und dass es nicht einfach erfunden ist. Iman TV hat diese Ehrlichkeit und Integrität leider nicht. Und er redet jetzt völligen Blödsinn. Er vertut sich mit Frage und Resultat, bringt jetzt alles komplett durcheinander. Nein, Kinder sind gemäß bestimmter Entwicklungsstufen eingeordnet worden, um genau das zu verstehen, wann ein Kind zwischen Realität und imaginärem Freund unterscheiden kann.
Nicht von Petrovic. Also, das ist ja schon grenzwertig. Auf jeden Fall aber peinlich. Und Justin Barrett war da schon wesentlich forscher. Nur ebenso erfolglos. Er hat wesentlich mehr Geld verbraten und mehr Studien veranlasst. Nur halt nicht genau zu diesem Thema. Und dann als Professor Grayling ihn mit seinen höchst unethischen Behauptungen konfrontiert hat in der Öffentlichkeit, da musste der dann heftig zurückrudern und sagen, ja, er hätte ja nichts von Gottesglauben mit Kindern gesagt, sondern nur, dass Kinder die Fähigkeit haben, eventuell an Götter zu glauben. Das ist seltsam. Aber der Muslim hier, der behauptet jetzt ganz dreist, es gäbe Dutzende, die so unehrlich sind und Kindern eine Gottgläubigkeit andichten, die nicht vorhanden ist. Dr. Olivera Petrovic, Dr. Justin Barrett, wen willst du noch hören? Es gibt Dutzende. Aber die gibt es nicht. Was der Imam TV Islamoget noch vorbringt, aus mir unerfindlichen Gründen, ist, dass Professor Deborah Kellerman zu demselben Resultat gekommen sei. Man hat vor ihnen die Keksdose aufgemacht, hat Steine reingetan und über 80% haben gesagt, dass Gott weiß, dass Steine drinnen sind. Dr. Deborah Kellerman, selber Atheistin, by the way, selber Atheistin, ist zu derselben Erkenntnis gekommen. Das ist meiner Meinung nach völlig falsch, da mir keine Publikation von ihr mit diesem Inhalt bekannt ist. Und das ist dann schon rufschädigend. Wenn ich jetzt anrufen würde und ihr das sage, landet der Typ hier vor Gericht. Das ist extrem fahrlässig, so etwas einfach so in den Raum zu schmeißen. Und hier ein paar Beispiele, was Professor Kellermann wirklich sagt. Sie entlarvt die unehrlichen Praktiken der Gottesforscher, die eben mit der Keksdose und Steinen experimentiert haben. Und diese Dr. Deborah Kellermann, Professor of Psychology Lab Director und so weiter, die erklärt dann, was wirklich in Kindern vorgeht. Und dass hier nichts irgendwas mit Göttern zu tun hat. Children speak of rocks being flat, so birds can land on them. Das ist ein teleologisches Argument oder das ist ein Verständnis, das aber nichts mit Göttern zu tun hat. Und dann sagt sie halt, many authors have suggested that the ubiquitous teleology thinking may have evolved because ironically it has adaptive value. Das heißt also, es ist für Kinder wahnsinnig einfach, das zu verstehen. Und deswegen sagt sie oben hier, Intuitive Theists. Was die Dawa-Schleudern hier nicht kapieren, ist, dass hier ernsthaft geforscht und gearbeitet wird und nicht für so ungebildete Islamogeten irgendwelche kindgerechten Floskeln entwickelt werden. Es gibt in der Psychologie verschiedene Stufen in der Entwicklung von Kindern. So, das hat man einfach eingeführt, damit man das einfacher vergleichen kann. Und diese werden dann in Studien wiederum für einzelne Themen eingesetzt, um a, diese zu bestätigen und b, daraus neue Erkenntnisse zu gewinnen. Wie zum Beispiel das Verständnis von Natur und imaginären Gottheiten. Und wie funktioniert es in der Realität? In wissenschaftlichen Studien ist ein Trend erkennbar, der sich nur in Details zwischen den einzelnen Ergebnissen unterscheidet. Und so ist es dann offensichtlich, dass ein Säugling keinerlei Verständnis oder Erkenntnis bezüglich irgendwelche Götter oder Göttinnen hat. Danach ist ganz klar die Fixierung auf die Eltern im Vordergrund. Und hier erfolgt jetzt leider dieser Kindesmissbrauch, in dem bestimmte Phänomene in der Natur einem Gott, einem bestimmten Gott noch dazu, zugewiesen werden von den Eltern, denen blind vertraut wird. Und bei mir als jemand ohne Götterglauben passiert dieses eben nicht. Und das hat noch nie bei mir funktioniert, auch als Kind nicht. Aber anders als die primitive Vorstellung bei Iman TV, bringe ich meinen Kindern nicht den Atheismus, was immer das sein mag, den bringe ich das nicht bei, sondern erziehe sie zu rationalen und kritischen Denkern. Und wenn jemand einen Gott oder Göttin oder mehrere Götter oder was immer braucht, um durch den Tag zu kommen, Dann soll das halt so sein. Dann ist das so. Da kann ich doch nichts dran machen. Damit muss ich mich abfinden. Das ist eben menschlich. Und natürlich entwickeln Kinder in der magischen Phase imaginäre Freunde. Oder auch nicht. Aber nach dieser Phase beginnt dann normalerweise das Erfassen der Realität. Und da werden dann Weihnachtsmann, Osterhase und Co., die werden dann abgelegt. In der beschriebenen Studie wurden Religiosität und unter anderem Entwicklungsstörungen, also Störungen der sozialen Funktionen sowie Aufmerksamkeitsdefizite im Zusammenhang untersucht.
Also, ich kann das nicht über 300 Seiten hier darstellen. Interessant ist aber, dass es Zusammenhänge gibt, die nicht gut aussehen für den Gottesglauben und dass Wissenschaftler solche Zusammenhänge untersuchen. Fairerweise muss ich aber auch erwähnen, dass es Studien gibt, die andere Ergebnisse auswerfen. Es scheint also auch die Persönlichkeit hier eine signifikante Rolle zu spielen. Einen etwas anderen Weg beschreibt hier eben Professor Kellerman. Sie hat in der Kindesentwicklung festgestellt, dass Kinder zunächst rein teleologisch, also zielorientiert denken. Und das gilt gleichermaßen auch für Kinder in China zum Beispiel. Ein Objekt ist etwas, das für etwas erschaffen wurde, mit einem Ziel vor Augen, einem praktischen Nutzen. Und dann ab der Magiephase können Kinder sehr wohl zwischen künstlich hergestellten Objekten und natürlichen Objekten unterscheiden. Nur fehlt natürlich das Verständnis des Ursprungs. Aber das heißt noch lange nicht, dass dann die Kinder automatisch auf Götter übergehen. Und hier, sagt sie, ist aber ein Kind der ideale Empfänger für übernatürliche Erklärungen. Und daher sind Kinder natürliche Theisten. Also normalerweise legt sich das dann wieder mit der Entwicklung der Erkenntnistheorie, wenn die Entwicklung das zulässt. Ständige Rituale aber oder dieses monotone Wiederholen dieses Gottesglaubens in Form des Gottvirus können das aber sehr wohl verhindern, sodass manche nicht nur in ihrem Gottesglauben verharren, sondern dies dann auch noch intensivieren. Denn wenn ein Mensch eine für sich selbst positiv empfundene Entscheidung trifft, ist dieser dann eher geneigt, diese auch zu verteidigen. Was man ja an den hier im Video auftretenden Theisten sehen kann. Wir haben also eklatant falsche Aussagen, sogar strafbare Aussagen. Und da hilft denen keiner der Götter. Da müssen sie selber ihre Verantwortung übernehmen. Das ist schon schlimm. Ein völlig anderes Bild bietet sich, wenn echte Wissenschaftler, Gewissenschaftler an ein Thema rangehen. In einer Studie Judgments about Fact and Fiction by Children from Religious and Non-Religious Backgrounds wurden Reaktionen von Kindern gemessen, die säkular oder religiös erzogen wurden und dann miteinander verglichen. Und hier ist es jetzt vollkommen klar und es sticht deutlich hervor, dass Kinder eben nicht von selber auf Götter als Erklärung zurückgreifen, wenn sie nicht vorher, meist von Eltern oder Schulen, indoktriniert wurden. Der Gott-Virus steckt dann im Gehirn fest und limitiert die Denkfähigkeit bei vielen Menschen, je nach Veranlagung. Bei Iman-TV im Stream war ja auch kurz ein Christ dabei, der hier nun wirklich alles glaubt und sehr deutlich macht, wie schädlich der Gott-Virus tatsächlich sein kann. Ich habe schon gesehen, dass zum Beispiel Menschen, die unterschiedlich lange Beine hatten, da wurde dafür gebetet und die sind nachgewachsen. Er sollte sich mal das Video von James Randi angucken, einem Zauberer, der genau dieses Phänomen erklärt. Naja, gut. Also interessanterweise haben MRI-Scans gezeigt, dass Gehirne von Göttern beeinflussten Menschen ähnlich arbeiten wie die von gehirngeschädigten Personen. Die Iman-TV-Leute werden sich von den Fakten aber, glaube ich, nicht beeindrucken lassen. Da gebe ich mich also keine Illusionen hin. Vielleicht sind aber einige Muslime so ehrlich und können zugeben, dass es hier gravierende Fehlinformationen seitens dieser Islamogeten gibt. Was hier völlig ignoriert wird, ist das K.O.-Kriterium in meinen Augen von aller dieser Behauptungen. Denn es gibt hier in Südamerika einen ganzen Stamm, der in seiner Sprache noch nicht einmal das Wort oder den Begriff für Gott hat. Was ja nicht sein kann, wenn alle Menschen ein Gottesverständnis in sich tragen. Diese haben es jedenfalls nicht. Und dazu, ich selber habe noch nie an die Existenz von Göttern oder Göttinnen geglaubt. Auch als Kind nicht. Also Blödsinn. Soweit also der Fact-Check. Götter müssen also heute direkt wie ein Virus von Mensch zu Mensch übertragen werden, meist von Eltern an ihre Kinder, die so neben der regionalen Sprache auch den regionalen Gott verinnerlichen. Und die im Islam vorhandene Fitscher ist also reines Wunschdenken und nicht realistisch. Okay, so viel für heute. Ich hoffe, wir sehen uns in einem anderen Video demnächst wieder. Ciao for now.